Hallo und herzlich willkommen zurück zu Runaway 3. Ja, in der letzten Folge haben wir erfahren, dass es das Trantonit wirklich gibt und für einen Haufen Menge Geld verkauft werden soll. Demzufolge waren wohl Brians Erlebnisse in Runaway 2 haben auch wirklich stattgefunden. So wie es aussieht. Und wir haben einen Plan. Haben wir denn der? Ja. Und zwar den Tarantula-Abwehrplan, wo wir jetzt noch ein paar Sachen brauchen dafür. Wie jemanden, der sich als Mafiosi ausgibt. Jetzt weiß ich auch, wofür wir diesen Koffer brauchen. Und zwar, um das Geld reinzumachen. Jetzt sieht er ja auch edel aus und damit könnten wir den als Geldübergabekoffer verwenden. Vorher konnte man das ja nicht. Das ergibt jetzt auch einen Sinn. Und ich habe auch mal nachgeschaut hier. Dieses Teil haben wir jetzt komplett ausgefüllt. Im letzten Spiel, da war ja irgendwie, dass hier was gefehlt hat und hier was gefehlt und so weiter. Aber das haben wir ausgefüllt und wie es aussieht, dass hier nicht weiter zu klingen geht, sind wir doch relativ am Ende von dem Spiel. Nun gut, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ich hoffe, es geht gut für die zwei aus. Was haben wir denn alles hier? Da haben wir eine Tür, Container, Container. Und der Eingang zum Wäscheschacht. Wenn ich mich nicht irre, fällt da die Wäsche vom Treppenhaus A rein. Nein, als ich mit Gina sprach, habe ich nur ein paar Tüten mit Schmutzwäsche gesehen. Okay. Daran hängt die Dose, die Gina runtergeworfen hat, damit wir uns unterhalten können. Können wir mit China noch mal reden? Ja, das geht anscheinend. Gina, ist alles gut? Ah, das da ist doch ganz gut. Gibt es da oben zufällig irgendeinen Anzug im Mafioso-Look? Nein, ich habe vorhin schon das ganze Zimmer durchsucht und bin mir sicher, dass da nichts in der Art ist. Schade. Bist du sicher, dass in dem Zimmer, wo du bist, keine Anzüge herumliegen oder hängen? Absolut sicher. Und egal wie schmutzig du bist, es ist jetzt nicht die Zeit, sich schön zu machen, wirklich. Okay. Oh, das ist doch mal gar nicht mal so schlecht. Ich glaube zwar nicht, dass Bennett wirklich 10 Millionen Dollar hat, aber. Kannst du für mich nachsehen, ob Bennett im Bügelzimmer 10 Millionen Dollar aufbewahrt? Machst du das? Ja klar, Brian. Ich mache mich auf die Suche. Wirklich? Oder ist das ein Putzfrauenjahr und du lässt es schön bleiben? Was meinst du? Etwas anderes. Gut. Du hast mir so viel Neues erzählt, dass ich kaum mitkommen konnte. Was? Da müssen wir das nochmal machen? Machen wir einfach mal. Erzähl mir das mit Tarantula und dem Trantonitkäufer nochmal. In Ordnung. Der Austausch wird heute Nacht stattfinden. Hier. Die Mafiosi schicken einen gewissen Fuhrer ja, okay. mit 10 Millionen Dollar um 3 Uhr morgens. Das war es also. All die Morde nur wegen des Geldes. Für ungeheuer viel Geld, wenn man das Vergnügen außer Acht lässt. Halt die Augen offen, Wasabi. Wir erwarten noch einen neuen Besucher. Welchen Besucher? Vasco wird heute Nacht kommen. Der Verstorbene? Der Lebendige, der erstaunlich hartnäckig ist. Fatzilla soll Wache halten. Jetzt kommt nur die Frage, wie kam er an das Trantonit heran? Weil das hat doch eigentlich O'Connor gehabt und der hat es doch nur eigentlich hergeben sollen gegen eine Parole. Wie ist sie jetzt da dran gekommen? Miss Palmer und Tarantula sind ein und dieselbe Person. Ja, sie allein ist an allem schuld, was passiert ist. Sie hat Kreuzmeier und Bennett ermordet. Und wenn du es nicht verhinderst, werden die Richterin und ich die nächsten beiden Kerben in ihrem Colt. Und Gabo? Was ist eigentlich aus Gabo geworden? Das ist eine gute Frage. Und Gabo? Ich glaube, sie haben ihn im selben Raum eingesperrt, in dem wir uns die Aufnahmen deiner Therapiesitzungen angesehen haben. Hoffentlich geht es ihm gut. Okay, ein Alien-Raumschiff. Ein Alien-Raumschiff. Jetzt passt alles ins Bild. Aber glaubst du wirklich daran? Bennett zufolge war es nur eine Fantasie. Also, Gina, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste, ich bin verrückt. Die zweite, dass die Trantorianer existieren. Wenn ich ehrlich bin, ist mir die zweite sympathischer. Ja, das kann ich verstehen. Ich kann das mit Bennett noch nicht glauben. Bennett war ein guter Mann. Er glaubte an dich und hat sich in Gefahr gebracht, um dich zu retten und.
Du schuldest ihm viel, Brian. Sehr viel. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich werde es schon noch zusammenbekommen. Hoffe ich. Gut. Zu den Sandrettis. Das wäre ein Ding, wenn die Sandrettis wieder auftauchen. Ein italienischer Mafioso. Glaubst du, der gehört zu den Sandrettis? Das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Aber ich hoffe sehr, dass wir uns nicht nochmal mit denen anlegen müssen. Und das, obwohl wir damals gewonnen haben. Wir haben sie um einen dicken Batzen erleichtert. Ich mache weiter, Gina. Sei vorsichtig. Ja, die Sandrettis, das waren die Gegner aus Runaway 1. So, was haben wir da? Den Container haben wir noch nicht angeschaut. Da kann man prima durchklettern. Faszinierend. Noch mehr Tüten mit Schmutzwäsche. Und da sollen sie auch bleiben. Okay. Dadurch wird wahrscheinlich die Wäsche vom anderen Treppenhaus runtergeworfen. Nein, das bekäme ich nie hin. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Mit Sicherheit führt die ins Innere des Gebäudes. Aber ist anscheinend abgeschlossen. Ah, und sonst haben wir nichts da. Auf der Seite geht's dann noch mit Scrollen irgendwie weiter? Nee. Können wir sie damit vielleicht aufbrechen? Ich bezweifle, dass ich sie öffnen kann. Außerdem möchte ich nicht riskieren, dass mich jemand im Gebäude sieht. Hier ist es was anderes. Weil ich nicht glaube, dass der Hausmeister oder wer auch immer um diese Zeit arbeitet. Aber was machen wir dann jetzt, Satya? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. In letzter Zeit höre ich Stimmen im Kopf, die mich auffordern, Sachen zu verbrennen. Ein Glück, dass ich so in mir ruhe. Ja, sollte mir das jetzt zu denken geben? Ich bezweifle, dass ich sie öffnen kann. Okay, aber wie kommen wir dann da hoch? Tut mir leid. Nein. Ich möchte... Nein, das... Es ist guter Rat teuer. Obwohl ich keine Lust verspüre, dieses wunderbare Stück Bauschutt zu... Das war jetzt seltsam. Wie komme ich jetzt hier raus? Beziehungsweise, was muss ich machen? Ah! Ach, das ist im Gebäude drin. Okay, jetzt verstehe ich. Irgendwie habe ich das falsch verstanden gehabt. Und hier geht's noch weiter. Die machen einen Lärm wie 10 Schiffsdiesel. Ich mag eigentlich nichts waschen. Dann halt nicht. Da haben wir noch einen Wäschetrockner. Wir hatten einen, als ich kleiner war. Aber wir haben ihn nur in dringenden Fällen benutzt. Wir gehörten eher zu den Leuten, die ihre Wäsche aufhängen. Ich würde sagen, dass ich nichts zum Trocknen habe, oder? Ja, ich glaub's auch. Die sind voll weißer Plastiktüten. Wie die in den Tanks. Nur sind die Tüten hier leer. Können wir ein paar mitnehmen? Nein. Okay, dann halt nicht. Was haben wir sonst noch da? Oh, nichts mehr. Wenn die Gitter nicht da wären, käme ich da ohne Schwierigkeiten raus. Igitt. Ja, du sagst das. Wer mag den da draußen hingeworfen haben? Ah, da ist er also hingekommen. Ah, das ist kein Lappen, sondern ein heruntergekommenes Tuch. Rufen Sie die Polizei. Ja, natürlich tue ich das. Okay. Was haben wir sonst noch da? Da haben wir noch einen Schrank. Die Tür ist offen. Haben wir da was drin? Der ist voll mit Handzetteln? Ja. Pink Iguana. Wer hat mir denn schon mal davon erzählt? Sagt mir jetzt gerade nichts. Pink Iguana. Das sagt mir etwas. Aber nicht, weil ich dort gewesen bin, oder? War das der Schuppen aus Runaway 1, wo Gina dann geflohen ist? Ich weiß es nicht. Es ist unglaublich fein und zart, wie Seide. Am Rand steht Herm... Irgendwas
Paris gedruckt. Das wird jemandem bitterlich fehlen. Okay, da haben wir noch Wäschewagen. Im linken gibt es nichts von Interesse. Und in diesem ein Anzug. Yay. Da der linke gar nichts enthält, passe ich. Aber der Anzug im rechten. Hose, Jacke, ein Hemd, Schlips und alles perfekt zerknittert. Aber hundertprozentig sauber. Na toll, das heißt, das Ding müssen wir noch irgendwie bügeln. Der ist sauber, aber völlig zerknittert. Nee, ich glaube nicht. Trocken war er ja. Ich glaube, hier haben wir jetzt nichts zum... zu machen. Zum Bügeln. Gefällt mir. Okay. Wenn ich mich nicht irre, führt sie zur Gasse. Ja, durch die Tür, wo wir nicht durchgekommen sind. Moment mal. Diese Tür kann man nur von außen öffnen. Und es könnte doch sein, dass ich später nochmal rein muss. Ich gehe hier erst raus, wenn ich einen Kniff gefunden habe, um die Tür zu überlisten. Okay. Mit dem Ding hier? Ja, ich könnte das Ding benutzen, um zu vermeiden, dass sich die Tür schließt, wenn ich rausgehe. Aber jemand könnte es sehen oder wegnehmen oder reingehen oder, einfach gesagt, oder uns in Schwierigkeiten bringen. Dann halt nicht. Ja, ich könnte das Ding benutzen, um zu vermeiden, dass sich die Tür schließt, wenn ich rausgehe. Aber jemand, einfach gesagt... Okay, dann halt auch nicht. Das ist nicht... Ja, einfach gesagt... Okay, das bringt uns alles nicht viel weiter. Aber wir müssen auf jeden Fall rauskommen. Die Idee gefällt mir nicht. Nö, mir auch nicht, aber ich dachte, ich probiere es mal aus. Natürlich könnte ich die... Dann fehlt uns anscheinend... Oder mit dem Tuch? Das ist es. Das Tuch ist so dünn, dass es auch durch die untere Türspalte durchkommt. Wenn ich ein Ende an der Eisenstange, die als Türgriff fungiert, anbringe, kann ich am anderen Ende ziehen und sie so von außen öffnen. Oh, perfekt. Perfekt. Ich bin sicher, das wird funktionieren. Okay, jetzt sind wir hier. Dann können wir doch noch mal mit dem Verrückten reden, den Schauspieler. Den würde ich ja ganz gern rekrutieren. Brian Basco, das ist der blödeste Name, den ich je gehört habe. Passt gut zu Ihnen. Na, danke. Das hier hätte ich gesagt. Kannst du einen italienischen Mafioso nachahmen? Figlio di Troia, la tua mamma è morta, il tuo papa è morto, il tuo grosspapa è morto, il tuo urgroßpapa è morto, il tuo ur-urgroßpapa è morto, il tuo ur-ur-urgroßpapa è morto. Il tuo super Großpapa. Perfekt. Jetzt hör mir zu. Ich möchte, dass du einen Typen namens Furio spielst. Einen italienischen Mafia-Boss. Und dann wirst du Tarantula, einer psychopathischen, erbarmungslosen Söldnerin, 10 Millionen Dollar übergeben. Es scheint facile, aber il Drehbuch? Io sono un Schauspieler mit Methode. Senza Drehbuch fühle ich mich nicht sicher. Senza Sicherheit non gut geschauspielert. Die Söldnerin schneidet il mio Huevini. E senza il mio Huevini. Ist gut. Ich schreibe dir ein Drehbuch. Abgemacht? Eines Tages werde ich dich um etwas bitten. Bis dahin, besorg mir das Drehbuch. Wie passend, dass wir jemanden... Ein Drehbuch zu besorgen scheint nicht sehr schwer zu sein. Dass wir da einen Autor in der Nähe haben. Zu dem gehen wir doch gleich mal. Vielleicht hat er das Drehbuch schon fertig.
Hallo, Tom. Ich höre. Das ja. Ich habe einen Käufer für das Drehbuch über den Durchschnittstypen. Aber wir haben es doch gerade erst entworfen. Unser Käufer möchte, dass wir eine Szene schreiben, die ihm eingefallen ist. Ach, pff. Es geht schon los mit den kreativen Produzenten. Worum geht es in dem Ausschnitt? Furio, ein italienischer Mafiaboss, betritt das Versteck von Tarantula, die einen wertvollen Stein besitzt, der den Namen Trantonit trägt. Als Tausch gegen den Stein wird Furio ihr 10 Millionen Dollar zahlen. Und der Konflikt? Wo ist der Konflikt? Das Treffen sollte um 3 Uhr nachts sein. Aber Furio ist viel früher gekommen, weil er einfach ein Stressmacher ist. Deswegen ist Tarantula argwöhnisch und Furio muss sie überzeugen, dass er kein Betrüger ist. Das ist es. Einverstanden. Wie viele goldene Gockel siehst du auf dem Tisch? Ein? Richtige Antwort. Wenn du 2 siehst, werde ich eine weitere Sequenz für den Produzenten schreiben. Währenddessen werde ich an meiner Handlung feilen. Ich muss erzählen. Was? Was für ein Blödsinn ist das mit dem goldenen Gockel? Das ist kein Blödsinn, sondern Raub. Kennst du 1000 Arten zu sagen, ich liebe dich? Na klar, der hat den goldenen Gockel gewonnen. Was für ein großartiger Film und was für ein Drehbuch. Vielen Dank, Kumpel. Ich habe es geschrieben. Du hast 1000 Arten zu sagen, ich liebe dich geschrieben? Aber man hat daraus mehrere Filme und Serien und du musst mehrfacher Millionär sein. Ja. Aber jemand hat mir das Drehbuch gestohlen. Und damit auch den goldenen Gockel, was gleichbedeutend mit Geld und Anerkennung ist. Na toll. Wer hat es geraubt? Wer hat dir 1000 Arten zu sagen, ich liebe dich geraubt? Ach, ich erinnere mich nicht an den Namen. Das war ein Drehbuchanfänger, ein Betrunkener, der immer nach dem Essen einschlief, ohne zu überlegen, wo er war. Okay. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und dir für deinen Besuch, Kumpel. Okay, das könnte vielleicht doch noch etwas komplizierter werden als gedacht. Im Augenblick. Die Idee ist nicht schlecht, aber besser... Das ist keine schlechte Idee. Aber ich sollte vielleicht vorher etwas mit diesem... Und jetzt geht's jetzt? Oha. Wenn man den Betonsockel nur einen leichten Schlag verpasst, bricht er sofort auseinander. Ich möchte die... Ja, okay, also... Die Idee ist, dass wir das hier, die Handzettel, als Geld verwenden. Wahrscheinlich müssen wir sie noch irgendwie umfärben oder sonst irgendwas machen, damit sie aussehen wie Geld. Die werden in Chloroform eingesprüht und kommen da rein und sobald sie den Koffer aufmacht, fupp, fallen sie alle ohnmächtig um. Das nenne ich mal eine gute Idee. Aber wir müssen zuerst noch was mit diesen Dingern machen. Müssen wir sie waschen? So, hoppala, haben wir hier irgendwas Neues? Beeindruckend. Ich habe gehört, dass... Ja, okay. Hier gibt's dann nichts mehr. Beeindruckend. Außer diesen goldenen Gockel hier. Dann haben wir das, das, das. Okay, hier haben wir anscheinend nichts mehr wirklich. So, haben wir hier noch irgendetwas? Ich sehe gar... Das sieht aber auch nicht danach aus. Gehen wir nochmal hier rein. Überprüfen wir mal, ob es dumm war, das Tuch an den Türgriff zu binden. Nein, das funktioniert einwandfrei. Nee, überhaupt nicht dumm. Das hat funktioniert. Ja, klasse. Können wir das dann eigentlich benutzen?
um das Ding glatt zu bügeln? Ist zwar eine Blatt. Ziemlich. Ich möchte das nicht loswerden. Okay. Wäre eh eine ziemlich blöde Idee gewesen, glaube ich. Waschhandzettel? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Die Idee Ja, okay. Wäre ja vielleicht nur eine Idee gewesen. Nun gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und beim nächsten Mal weiter. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.